Ich komm grad nicht klar. Ich komm grad nicht klar. Das solltest du dir mal ansehen. Ich glaube, ich setze meinen Non-Spawn-Punkt irgendwo in die Corruption rein. Wisst ihr jetzt? Ich spiegel. Wisst ihr jetzt? Fertig. Willst du das Bett mitnehmen oder was? Nein, aber so das zweite Bett sozusagen. Hinbauen. Dann benutze ich einen Spiegel und bin sofort wieder dort. Oder du nimmst aus Versehen den Spiegel, ne, und bist gleich wieder da. Ja. Wir gehen gerade nach links, um so zum Strand zu kommen. Oh Mann, ey. Nutzt du den Spiegel? Bumst du alles wieder weg? Das kannst du hier rausschneiden. Dafür hast du ja Schneidefunktion. Also ich mag es ja nicht, Leute zu desillusionieren, aber das dauert verdammt lange. Oder was? Ich hab an meinen Videos noch nicht einmal was geschnitten. Bist du gerade auf dem Weg nach unten? Ich bin fast da. Siehst du, diesmal ging's sogar, weil ich mich nicht noch ein paar Mal zurückgeworfen habe. Es wäre ganz nett, wenn du auf den ersten umschaltest. Und genau in dem Moment habe ich gerade alle weggehauen. Ja, ich hole es mal für dich. Oder so. Also ich kann ja jetzt wenigstens ein paar Sachen abgeben. Warum ruckelt das jetzt? Ja, ich mach mal. Was ist jetzt los? Was? Okay, jetzt scheint es wieder zu laufen. Hm? Okay. Es hat gerade geruckelt, wie so. Fraps, neue Aufnahmen? Ne, es hat dafür viel zu lange angehalten. Also keine Ahnung, ob da jetzt Windows der Meinung war, Updates zu machen zu müssen oder sowas. So. Dynamit auswählen. Werfen, abhauen. Mich kannst nicht in die Luft springen. Oh, verdammt. Du verarschst mich. Nein! Der ist bei mir, der ist im Haus! Okay, nein. Gott sei Dank. Ich dachte, er ist bei mir. Weil wenn er im Haus ist, kann ich was ganz leicht machen. Nämlich das hier. Oh, verdammt, noch eins. Ich habe mir gerade gedacht, so, den machen wir jetzt fertig. Komm rein und alles ist voll mit irgendwelchem Zeug. Übrigens, hier hast du noch was von mir. Du musst da. Genau, das kannst du zwar nicht benutzen, aber... Du willst mich verarschen, der ist jetzt nicht abgehauen, oder? Doch. Du hast abgehauen. Weil es Tag ist, verdammt. Mist. Okay, bei 3 kommt ein Eater of Worlds. Das ja, gut. Das habe ich doch gesagt. Nein, hast du nicht. Doch, das habe ich dir gesagt. Ich habe Dynamit, du hast es mir nicht gesagt. Lass mich jetzt erstmal kurz in Ruhe, ich muss jetzt erstmal mich konzentrieren. Pack mal die Sterne wieder in die Zutatenkiste oder so. Ich komme gerade nicht klar. Erzzeug habe ich keins mehr, gut. Verdammte Eat of Worlds, ich dachte, bleibt zumindest da. Dann kommt das erstmal da rein. Das kommt da noch dazu. Erz, aus dem ich habe dir gerade so ein Ding gegeben. Du kannst es zwar nicht benutzen, aber es ist schön zu wissen, dass man sowas hat. Ja, auf jeden Fall. Steckst du eigentlich gerade? Ach, da oben. Kennst du mich schon nicht mehr zwischen den Leuten? Nicht vor mir. Eine Muskete hattest du schon selber, ne? Ja. Also wir haben 3 jetzt theoretisch. Ja. Das war quasi meine Frage. Du da? Ich will nicht. Da liegen Bomben drin. Was ist?
Ach, der verkauft jetzt gerade wieder illegale Gunparts. Ja, das macht er öfter. Ich weiß gar nicht, irgendwas muss man sich kaufen, dann kann man eine total coole Waffe bekommen, die Sterne verschießt. Den Mini-Shark und den muss man dann mit Dämonenerz ausbauen, glaube ich. Keine Ahnung, wie gesagt. So, ich verbrate jetzt mein ganzes Zeug an Kugeln. Kann man den nicht viel schneller holen, als die ganze Zeit auf den Rechtsklick zu machen? Du kannst Rechtsklick halten. Okay, das ist gut. Okay. So. Okay, das reicht. Ich hab genau 500 Schuss. Verdammt. So, da ist ja schon einer. Verdammt. Egal. Muss ich was bauen? So. Die brauche ich unbedingt. Ich brauche die wahrscheinlich nicht. Nicht, ob das vielleicht gar keine so gute Idee ist. Was denn? Ach, ob ich da jetzt diese Bricks hinbaue, die ich aufgesammelt habe bei einem Corruption-Gebiet. Davon musst du verdammt viel haben, bevor das als Corruption-Gebiet zählt. Aber lass es lieber, sieht eh scheiße aus. 250, ich hab circa... Ja, da liegen nochmal 250 drin und nochmal 230 oder so. In der Kiste oben rechts, dritte Etage rechts. Hier liegen noch Bomben drin, falls es dich interessiert. Ach, du stehst doch hier gerade da. Ja, Dryade steht perfekt davor. So, Bomben. Es geht dieses Ding, das ich dir gegeben habe. So, ich will jetzt auf 500 Schuss. Pack mein Geld weg. Und dann können wir von mir aus wieder zurückgehen. Hast du Dynamit oder sowas? Ja, ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was ich da unten gekriegt habe. Ach ja, stimmt hier. Passt schon. So, Dings hattest du gesagt, hast du wieder reingepackt, ne? Die Sterne? Ja, die Sterne habe ich reingepackt. So. Ja, toll. Genau, super. Hm? Ich habe gerade mein letztes Holz damit dazu verbraucht, eine Workbench zu bauen. Weil ich, weil ich aus Versehen draufgeklickt habe. Ja, als ob du noch Holz bräuchtest. Ja, Torches und sowas manchmal. Verdammter Bagger. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier. Ich wollte gerade sagen, wollen wir jetzt hier mal versuchen, das Dings zu sammeln? Das hab ich gerade vor. Das Ei, Auge und so, bla. Und nicht deutsch und so. Das würde uns noch jemand zuhören. Wahrscheinlich deswegen nicht. Ja, das ist der, was weiß ich, wie vielte Part? 500. Gefühlt, ja. Mhm. Du hast das Auge noch, ne? Kannst also immer mal versuchen, es zu rufen. Ich warte, bis die Musik gewechselt hat, dann versuche ich mal. Ruf's! Oh, ich zünde das Haus an. Oh, ist ausgegangen.
Wie ärgerlich. Ich kann unser Haus wegbomben. Nein, Junge! Ich hab noch, keine Ahnung, 8 Dynamitstangen oder so. Ja, das ist gut. Dann schön aufheben. Hörst du das Klicken? Ja. Ich mesche gerade meine Maustaste. Und was machst du damit? Das Auge rufen. Achso. Du hast doch gesagt, du willst warten bis... Und so. Ne? Bis die Musik sich geändert hat. Verdammtes Auge. Damit ich auch mal gezaubert habe. Jetzt kannst du auch dich zurückwarpen. Ja, das ist sehr praktisch. Oder hin ist es. Es ist gleich mal durch unser Haus geflogen. Gehen die Schüsse nicht durch Boden durch, oder? Mhm. Natürlich nicht. Schüsse. Ich mag meine Schüsse behalten. Für stärkere Gegner. Mit deinem Brandpfeilen. Ihr verbrennt das Ding noch. Ja, das soll's ja. Ja, du sollst vielleicht auch nicht so tief fliegen, du dummes Viech. Bleib einfach hinten und schieß es ab. Solange es mich targetet, kannst du ja machen, was es will. Wir brauchen so ganz nebenbei mal wieder ein bisschen Ale. Ich hab noch 19 einstecken. Außerdem brauchst du dir ja bloß Gläser machen und dann... Ja, ich dachte, ich trinke jetzt ein paar, dann ist das alles wieder gut. Jetzt verwandelt es sich in so komisches... Was hat das da eigentlich ausgespuckt? Das verstehe ich nicht. Vielleicht seine Iris oder so. Ja, das kann sein. Ja, das sieht auch ein bisschen so aus. Ja. Ja. Das war sehr ineffektiv. Das ist cool. Ah, ich wollte... Gerade wollte ich sagen, es ist cool, dass es die ganze Zeit auf dich geht. Verdammte Scheiße. Wieder. Schau mal da hinten bei unserer Tür. Ist gut, dass es auf mich geht. Ich habe nämlich noch einen Haufen Leben. So. Jetzt habe ich alles bekommen. So, jetzt haben wir das auch nochmal besiegt und die Leute haben es gesehen, nachdem wir es vorhin quasi automatisch aus Versehen gerufen haben. So witzig. Du hast es doch gerufen. Ja, ich wollte es ja nicht wirklich. Ja, stimmt. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich habe das Auge einfach gegessen. Warum isst du Augen? Ich steh drauf. Wo bist du jetzt schon wieder? Und warum bist du dort? Das ist die Hauptfrage. Ja, jetzt gib mir mal meine Pfeile und so wieder. Ah, ich hab Deathweed bekommen. Damit kann man sich hier irgendwas machen. Da hast du noch ein paar extra Pfeile. Und ich hab hier doch irgendwo einen Handel, oder? Nein, das waren alle. Da hast du jetzt ein paar Unholy Pfeile. Hm. Falls du mal Engel töten möchtest. Diese Rotten Junk habe ich. Sunflower habe ich. Sunflower ist total viel wert. Viele davon sind 1,67 wert. Band of Regeneration braucht sowieso keine. Was ich. Habe ich das abgelegt. Dirt. Brauchst du Wurmzähne? Nö. Brauchst du Corrupt Seeds? Also Wurmzähne habe ich oben gesammelt. Irgendwo. Ich glaube hier drin oder so. Oh ne, oben drüber. Genau. So hier. Weil da kann ich nämlich
Unholy Arrows, glaube ich, selber draus basteln. Mhm. Da kommen noch die Corrupt Seeds rein. Ja. I no speak German. Wo haben wir jetzt eigentlich das Vile Powder hingesteckt? Das steckt auch da drin, glaube ich. Entweder da oder beim... Ah, Meteorit. Ist doch gut. Wir brauchen mehr Meteoriten. Da ist das Vile Powder. Das kannst du da auch mal wieder rein tun. Wo ist es? Hast du es jetzt da rausgeklaut? Nö, ich habe nur die Wurmzähne da rausgeklaut, weil ich noch ein paar Unholy Arrows machen wollte. Hast du diese Demonite auf... also verarbeitet? Nicht alles? Dass das ich dir gegeben habe, meine ich. Achso, ja, verarbeitet, ja. Ich habe Bond draus gemacht. Jetzt brauchen wir aber wirklich diesen Eater of Worlds. Das nervt mich jetzt nämlich langsam. Ja, wir müssen halt einfach wieder ein paar Dinge kaputt kloppen. So drei Steine kaputt kloppen. Aber zuerst suche ich den Meteorit. Ich tippe drauf, dass er links ist. Er war letztes Mal rechts. Rechts kommt übrigens gerade wieder ein Stern runter. Nur so. Nach Holy Deer von mir ist. Holy Deer! Das klang überhaupt nicht bescheuert. Wenn du das sagst, bin ich ja beruhigt, dass es nicht bescheuert klang. Bei mir kam gerade auch gerade ein Stern runter. Ja, das klang auch gerade nicht bescheuert. Ja, ich wurde hier von ganz vielen Gegnern genervt. Oh. Augen und so Zeug. Augenzombies, 5000 Stück. Ja. So ist das manchmal. Da wird man halt einfach genervt. Wir brauchen stärkere Schwerter, die machen nicht genug Schaden. Die Zombies leben immer noch länger als nach einem Schlag. Als ein halben. Ja, als nach einem auch. Für die braucht man zwei. Rechts von mir ist auch einer gelandet. Also ein Stern, kein Zombie. Ach, du suchst gerade den Meteoriten. Soll ich mitkommen oder? Du kannst rechts suchen. Wie gesagt, er ist links. Wir könnten machen es einfach wie letztes Mal. Bis auf. Du weißt schon. Dass du gestorben bist. Nein, dass bei mir alles weggeflogen ist. Dass du peinlich bist. Das will ich mal überhört haben. Was denn? Ich bin jetzt links schon auch bei der Corruption. Und hier ist Wasser. Und ein Stern. Irgendwie finde ich die jetzt zuhauf. Ja, davon gibt... die gibt's auch ziemlich unselten, sage ich jetzt mal. Nicht, wenn man auf unserer alten Welt spielt. Ja, da ist ja nichts passiert. Da ist, hat ja quasi, bis auf Gegner spawnen, war ja die Welt tot. Sage ich jetzt mal. Naja, der Merchant ist irgendwann mal aufgetaucht. Das war aber wohl noch gefühlt, während der Server das erste Mal lief. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also nach dem Motto, und dann ist wohl irgendwas passiert. Weil das passiert ja, da kommt der ziemlich schnell. Mhm. Im Allgemeinen, hier kann man fast gleich. Ah, noch ein Stern. Ja, weil wir genug Geld haben. Sobald du ein Gold hast, kommt der. Achso. Das hatten wir vorher aber auch recht früh. Ja, eben. Ich habe schon jetzt drei Sterne gefunden. Ich habe vier gefunden. Ja, du bist auch eher los. Du hast direkt einen vorm Haus gefunden. Nee, da war er drüben in dem Wasser. Ja, das ist direkt vom Haus. Du wüsstest, was direkt vom Haus ist. Ich habe noch einen gefunden. Noch zwei, meine ich. Ich habe fünf, sechs, sieben. Boah, so viele Sterne hier.
Ja, jetzt wird's aber auch wieder toll. Ohne Ende! Ich hab jetzt schon 11. Das ist der 12. 12, 13. Ah nein, es ist Tag geworden, er ist verschwunden. Okay, ich hab 12 gefunden. Also du hast 13 gefunden, aber 12 aufgesammelt. Ja, das meine ich. Willst du ein paar abhaben? Ich könnte denken. Wenn du sagst, dass du dein Dings jetzt öfter benutzt, deinen coolen Zauberstab da. Ja, weil du brauchst ja eigentlich nur den Spiegel. Und ich brauche erstmal nur den Spiegel. Halt deswegen, einmal. Deswegen können wir jetzt sagen, so die Magiesachen fokussieren wir auf dich. Ja, ich habe den Meteoriten gefunden, der ist links. Er ist ganz weit links. Er ist verdammt. Da kommt schon wieder so ein Meteoritenkopf zu mir hergeflogen. Schlimmste ist halt, ich kann ihn nicht abbauen. Ja, ich bin doch gleich da. Ich bin doch schon mal wieder am Haus. Folgt. Bist du mir gefolgt? Ja, ganz im Ernst, er ist wirklich weit. Oh, und jetzt spawnen die alle bei mir. Ja, dann geh halt ein Stück weg, bis die Musik weg ist. Und Musik ist schon weg, die spawnen trotzdem immer noch bei mir. Also es ist recht weit links schon, ja. Ja, ich weiß so, wie lange du gelaufen bist. Woher? Ich hab dir zugehört und ich weiß, wann du losgelaufen bist. Das ist jetzt so eine Frage. Du weißt ganz genau, wie lange ich weg bin. Das ist doch nicht so wirklich. Du nimmst es einfach zu unwörtlich. Ich hab mal die ganzen Gegner hier, die ganzen Gegner hau ich hier weg. Diese Feuer. Ja, die kannst du umklopfen, weil ich glaub, die droppen auch ab und zu mal Meteoritenscheiß. Ja, und selbst wenn nicht, und, die geben Geld. Und glaub, von dem habe ich auch so eine die schwarze Linse. Wie gesagt, die droppen auch Geld. So schon ging's mir eigentlich in der ersten Stelle. Also ich bin jetzt gerade mitten in dieser Corruption auf dem einen Hügel, der dann noch so halb normal ist. Ah, ich brenne. Und mein Aquarium auf meinem Kopf auch. Die tun verdammt weh. Ja, was denkst du, warum ich in der Singleplayer-Welt alleine nicht zurechtgekommen bin? Jetzt bin ich aus der Corruption raus, ist es da noch weit? Dann kommt noch eine Wüste. Und direkt nach der Wüste kommt es eigentlich. Beziehungsweise es ist direkt in die Wüste gefallen. Zwischen Wüste und der anderen Wüste gibt es einen kleinen Teil, der ist grün. Dann ist der Meteorit direkt in meinen Nemesis gecrashed. Mhm. Die Wüste ist aber mal ziemlich groß. Ja. Ich höre dich. Ja, ich dachte, vielleicht bringt die Muskete da mehr. Da links, ein ganzer Haufen Meteoritzeug. Wenn dir auffallen sollte, dass ich wieder irgendwelches Zeug auslasse, weil ich es wahrscheinlich, weil ich es scheinbar nicht sehe, dann sag doch mal Bescheid. Ja, mach ich auch.